Ja, ich habe mit 10 Jahren C64 gekriegt, natürlich zum Spielen hauptsächlich, aber da war das Benutzerhandbuch wirklich gut und ich habe dort mit Basic erste Erfahrungen gemacht. Dann ist es weitergegangen in der Schule mit Pascal, also war ein Informatik-Schulversuch. Wir haben dort programmieren gelernt in Turbo Pascal. Dann im Studium, Medientechnik und Design Studium, ist dann natürlich Java und ein bisschen C dazu gekommen. Und dort bin ich dann auch zurückgeschwenkt übers Praktikum zur Softwareentwicklung, ein bisschen weg von Multimedia und dem künstlerischen Teil. Aber natürlich haben die Erfahrungen dort auch viel gebraucht, ein Gespür für Design und ja. Ja, ich bin Senior Full Stack Developer. Full Stack heißt, ich mache nicht nur Frontend oder Backend, sondern eben beides. Das heißt, ich kann Kundenanforderungen wirklich allein, ohne wen anderen zu brauchen, komplett umsetzen. Was mir sehr gut gefällt an der Arbeit ist, dass sie sehr abwechslungsreich ist. Also es ist nicht nur nach Backlog-Stories programmieren, sondern bei mir kommt dazu durch meinen Hintergrund, dass ich auch verantwortlich bin fürs Design, dass die Benutzeroberflächen gut ausschaut und vernünftig bedienbar ist. Kunden-Workflows werden in unserem Produkt konfiguriert mit einem eigenen Workflow-Designer. Und als Senior bin ich auch noch verantwortlich dafür, neue Entwickler mit an Bord zu bringen und ihnen zu erklären, wie bei uns die Plattform funktioniert. Ich glaube, am besten ist, man sucht sich irgendeine Aufgabe, irgendein Projekt, das einem wirklich interessiert. Egal, ob das jetzt was Privates ist oder Übungsbeispiele sind. Es ist ja, glaube ich, ziemlich egal, welche Sprache, nur ehrliches Interesse, glaube ich, ist das Wichtigste. Meiner Ansicht nach ist nicht wirklich wichtig, welchen schulischen oder Studien-Background man dann hat. Ich bin zum Beispiel auch von Medientechnik wieder zum Programmieren zurückgeschwenkt. Wir haben Leute, die kommen von der HTL und sind wahnsinnig gut. Der wirkliche Schul- oder Studienhintergrund ist eigentlich nicht wirklich wichtig.